Wir haben einige Teile bekommen und ihr habt drauf gewartet, wir haben auch gewartet, dauert halt ein bisschen, bis die Teile herkriegen. Aber jetzt gibt es mal ein bisschen was, was wir so da haben und was mit dem Auto passieren wird. Wir fangen mal an mit den Köpfen. Das ist mir jetzt am kompliziertesten. Wir haben 2,8 Liter Saugerköpfe, komplett bearbeitet von NG Motorsport. Ja? Wir haben den Einlass hier in die Golfbauoberfläche, komm mal mit. Könnt ihr schauen, das muss mega Bombe sein. Golfbauoberfläche, ja. So, Einlass. Ventile sind Supertech, Auslass ist Titan, Auslass ist Inconel, Einlass auch Supertech, aber nicht Inconel. Dann haben wir Bronze Ventilführung, einen Auslass, Brennraum bearbeitet, eine CNC, alles schön. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Nockenwellen und die Stöße. So, kommt aber auch noch. Dann geht's weiter. Dann haben wir Motorblock, also 3 Liter. Klar, ne, wir wollten ja erstmal nicht zu viel Druck machen in dem Ding, haben uns aber entschieden, wir machen doch viel Druck. So, also 3 Liter, Kolbenpleuel, alles gemacht, ne, Kurbelwelle, logisch, alles neu mit Ölpumpe und. Dann, klar, Verdichtung haben wir reduziert, Kopfdichtung bleibt Serie, ne, neu, klar. Dann haben wir 60 mm Druckrohre, wir haben Downpipe Cut, wir haben Kümmer, dann haben wir eine Doppelscheiben-Tiltenkupplung mit einem Schwungrad. Dann haben wir ein 90 mm Y-Pipe und dann geht es weiter. Genau, dann haben wir 88 CCM Injektoren von Bosch. Ach, ganz wichtig. Ja, Lader, klar, K16 Lader. Mit 60 auf der Dichterseite. Ja, so. 8er Abgasseite. Okay. So. Das Gehäuse scheint laut Teilnummer von einem 993 GT2 zu sein, weil wir nämlich diese Dichtung gesucht haben, ne, und konnten die nirgends finden. Und da hatte Matthias hier irgendwo, das ist übrigens ein K24 Gehäuse, ne, kann man hier schön sehen. Ja. Okay. Oder auch nicht. Ne? Auf jeden Fall ein K24 Gehäuse, das K16 Lager drin. So, oh, ganz wichtig, dann das Getriebe muss verstärkt werden. Also haben wir hier die Verstärkung von ersten, zweiten Gang. So, ja, und dann, ich vergesse es jedes Mal, die Matthias Thermi Synchronringe, so sieht es dann aus. Ne? Alle Synchronringe kommen neu, ja, obwohl mein Motor, mein Getriebe eigentlich in Top-Zustand war. Also da war nichts kaputt, nichts am Klappern, nichts am Rappeln, war sehr gut, aber bei der Leistung müssen wir natürlich mehr Veränderungen machen und gerade das Getriebe, wenn natürlich von null mit Launch Control ersten, zweiten Gang reinreißen, ja, dann muss das Getriebe halten. Dann haben wir die ganzen, oder ersetzen wir die ganzen Gummilager, die sind hier, alles Powerflex, ja, so, da hat der Matthias hier alles klar gemacht, ne? Keine Ahnung, was das alles ist, auf jeden Fall, die ganzen Gummilager werden ersetzt mit Powerflex-Lagerung. So, das war es erstmal soweit und ich denke mal, das nächste Video wird kommen, wenn wir den Motor einbauen werden und dann hoffe ich mal, Wassermethanol-Spritzen kommt noch und ich denke mal, dass wir irgendwie so um die 800, 850 PS fahren werden in dem Teil auf 98 Oktan Sprit. Ich hoffe mal. Ne? Wir schauen mal mit Abstimmung, wie es ausschaut und dann hoffe ich, gefällt euch dieses Projekt nach wie vor. Fahrwerk, Bierstein müssen wir noch einbauen und dann würde ich sagen, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal. From the penis, from the